Hi, ich zeige dir heute, wie du deine Neujahrsvorsätze wirklich richtig umsetzt. Ich gehe heute in 3 Schritten durch, wie du deine Neujahrsvorsätze wirklich mal richtig umsetzt, zu Gewohnheiten machst und dann auch langfristig dabei bleibst. Also bleib dran, wenn du endlich mal deine Neujahrsvorsätze verwirklichen willst. Man kennt's. Das Jahr geht zu Ende, das neue Jahr steht in den Startlöchern und man denkt, man mit all seinen schlechten Gewohnheiten all die Sachen, die man vielleicht nicht so gut macht, mit Silvester ablegen. Klappt natürlich nicht, aber man nimmt sich natürlich jedes Jahr neu immer mal wieder was vor. Damit es aber dieses Jahr wirklich klappt, zeige ich dir heute in 3 Schritten, wie du es angehen kannst, um deine Neujahrsvorsätze wirklich zu zielen und zu Gewohnheiten zu entwickeln, die du langfristig umsetzen kannst. Also lass uns direkt reinstarten und gar nicht viel Zeit verlieren. Der erste Schritt ist erstmal, dass du dir überhaupt ein Ziel setzt. Da schweben dir jetzt bestimmt viele Sachen im Kopf. Zum Beispiel mehr Sport machen, besser ernähren, mehr lesen und so weiter. So wird dich das aber nicht weiterbringen. Der erste Schritt ist mal, dich auf ein Ziel zu beschränken. Du kannst einfach nicht an 5 Baustellen gleichzeitig arbeiten und deswegen solltest du für dich immer ein Ziel nach dem anderen bearbeiten und auch wirklich angehen. Du kannst es einfach mal so machen, dass du dir alle Ziele, die du erreichen willst, einfach mal aufschreibst, alle untereinander und dann gehst du diese Liste durch und streichst immer das durch, was dir am wenigsten wichtig ist. Das machst du so lange, bis da nur noch ein einziger Punkt steht, der dir einfach am allerwichtigsten ist. Nehmen wir mal an, du hast dann das Ziel für dich, mehr Sport zu machen, rausgesucht. Dieses Ziel musst du dann spezifizieren. Dabei hilft dir dieser Smart Framework, damit du dein Ziel eben spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert machst. Also aus mehr Sport machen wird dann zum Beispiel bis zum 31.12.2022 5 Kilogramm Muskelmasse aufzubauen. Damit hast du dann schon mal ein spezifisches Ziel. Der nächste Schritt ist dann das Ziel wirklich runterzubrechen. So ist das Ziel einfach noch zu abstrakt und wenn du jetzt morgen anfangen würdest, weißt du gar nicht, was du so richtig machen sollst und was das auch für einen Impact auf das Ziel, was ja auch erst in einem Jahr zu Ende geht, dann wirklich hat. Also brichst du das runter. Du sagst zum Beispiel, bis Ende März will ich 1,5 Kilogramm Muskelmasse aufgebaut haben, bis Ende des Monats will ich 500 Gramm Muskelmasse aufgebaut haben, bis Ende der Woche will ich 4-mal ins Gym gegangen sein oder eben auch irgendwie Muskelmasse aufgebaut haben, wobei das bei dem Ziel jetzt so ein bisschen schwierig ist, dann auf 100 Gramm genau irgendwie zu tracken. Aber wenn wir das haben, ein runtergebrochenes, spezifisches Ziel, dann gehen wir zu Schritt 2 über. Und zwar Schritt 2 ist, dass du das Ziel, was du dann hast, zu einer Gewohnheit umformst. Gewohnheiten sind einfach deutlich besser zu verfolgen und anzuwenden, als es eben Ziele sind. Wir bleiben bei dem Ziel, dass du eben mehr Sport machen willst bzw. Muskelmasse aufbauen willst und dann wäre die passende Gewohnheit dazu eben, dass du regelmäßig Krafttraining machst. Aber auch hier wieder müssen die natürlich smart sein. Das heißt, deine Gewohnheit wäre dann zum Beispiel, dass du jede Woche 3-mal Krafttraining machst. Und um daran wirklich dran zu bleiben, gibt es einen Ansatz, der auch aus dem Buch Atomic Habits von James Clear ist, wie auch vieles andere aus dem Video, und zwar, dass du wirklich deine eigene Persönlichkeit änderst. In dem Beispiel wäre es dann zum Beispiel, dass du dir selber sagst, ich bin jetzt irgendwie ein Kraftsportler und dann auch immer deine Entscheidung aus dieser Persönlichkeit heraus fällst quasi, also so ein bisschen immer bedenkst, ja, passt das zu der Persönlichkeit, die ich da irgendwie annehmen will, beziehungsweise im besten Fall angenommen habe, und kann ich das damit vereinbaren? Das hat halt eben so ein bisschen so mit Glaubenssätzen, aber vor allem so diesem eigenen Selbstverständnis zu tun. Außerdem solltest du unbedingt deine Fortschritte tracken. In dem Fall kannst du natürlich vieles tracken. Du kannst tracken, wie oft du ins Gym gehst, was du da für Übungen machst, mit welchen Gewichten du die machst. Du kannst tracken, wie du aussiehst. Du kannst tracken, wie viel du wiegst. Du kannst tracken, was du irgendwie für Körperumfänge hast. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Aber ich empfehle dir auf jeden Fall, eigentlich im besten Fall so viel wie möglich zu machen, weil dir das eben hilft, wenn du vielleicht mal weniger Motivation hast, wenn du einfach irgendwie nicht weißt, wofür du das machst, dass du eben zurückschauen kannst, wie du dich schon entwickelt hast, was du alles schon geleistet hast und eben diese, ich sag mal, Streak dann nicht mehr durchbrechen willst, sondern weitermachen willst und einfach weißt, dass es auch wirklich was bringt. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Schritt, der eigentlich logisch ist, aber dir auf jeden Fall helfen wird. Und zwar, du musst die ersten 30 Tage durchhalten. Man sagt immer, eine Gewohnheit braucht mindestens 21 Tage, um sich zu etablieren, teilweise auch ein bisschen mehr. Also ich würde dir empfehlen, wirklich 30 Tage bzw. einen Monat einfach sehr strikt zu sein und auf jeden Fall durchzuhalten.
Sobald du 30 Tage durchgehalten hast, wird dir auffallen, dass sich die Gewohnheit bei dir wirklich so eingebrannt hat und etabliert hat und auch sich dein Selbstverständnis geändert hat. Und es für dich teilweise sogar schwieriger sein wird, dann zum Beispiel nicht trainieren zu gehen, als es dann eben vorher ist, wirklich dich zu überwinden, zum Training zu gehen. In diesen 30 Tagen musst du wirklich stahlhart sein und auch durchziehen, wenn du keinen Bock hast, wenn du richtig abgefuckt bist, einfach dann mit dem Selbstverständnis daran ranzugehen, dass du erstmal diese 30 Tage unbedingt durchhalten musst. Und dann nach diesen 30 Tagen wird es dir, wie gesagt, deutlich, deutlich einfacher fallen. Aber auch nach den 30 Tagen kann es natürlich mal passieren, dass du irgendwie es mal irgendwie nicht schaffst, irgendwie komplett verhindert bist und dann zum Beispiel nicht ins Gym gehen kannst. Da ist wichtig, dass du es einfach locker nimmst. Du solltest dich deswegen selber nicht kaputt machen, aber daraufhin dann auch erst recht nicht dir irgendwie so sagen, so, jetzt war ich einmal nicht, jetzt bringt es alles nichts mehr, jetzt muss ich nächstes Mal wieder nicht gehen, sondern du solltest eben das irgendwie im besten Fall versuchen nachzuholen, damit du irgendwie dir denkst, ja, wenn ich einmal auslasse, mache ich halt danach zweimal. Aber eben das Allerwichtigste ist, dann nicht in den Trott zu verfallen und dann regelmäßig ausfallen zu lassen. Auf der einen Seite ist es nicht schlimm, wenn du einmal aussetzt, aber auf der anderen Seite musst du dann eben dranbleiben und erst recht wieder daran anknüpfen, wieder in die Gewohnheit reinzukommen. Aber mit den drei Schritten wirst du es schaffen, dein Ziel zu einer Gewohnheit zu machen und deinen Neujahrsvorsatz endlich durchzuziehen. Ich kann dir, wie gesagt, auf jeden Fall empfehlen, mein Video zu den Atomic Habits von James Clear auf jeden Fall nochmal anzuschauen. Da lernst du nochmal einige Sachen zu dem Thema Gewohnheiten und Zielen und das wird dir auf jeden Fall nochmal deutlich helfen, um vielleicht auch sowas wie Gewohnheiten zu verknüpfen oder Gewohnheiten dann irgendwann zu stacken und sowas. Das wird alles in dem Video erklärt. Wie gesagt, das kann ich dir sehr empfehlen. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn du das Video likest, wenn es dir gefallen hat und meinen Kanal abonnierst, falls du auch zukünftig weiter Videos von mir sehen willst. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir ein gutes neues Jahr, einen guten Rutsch und schreib mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, welchen Neujahrsvorsatz du hast, welchen du verwirklichen willst. Darauf bin ich sehr gespannt und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video im neuen Jahr wieder. Bis dahin, ciao.